Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr vielleicht am Titel schon gesehen habt, habe ich heute für euch einen Shein-Shopping-Haul für euch. Und nicht nur einen ganz normalen, sondern einen besonderen. Es steht ja nämlich Valentinstag vor der Tür. Vielleicht wisst ihr das ja noch nicht, aber jetzt wisst ihr es. Am 14. Februar ist Valentinstag, also nicht vergessen. Und vielleicht, naja, braucht ihr noch das ein oder andere Valentinstag-Outfit für euch. Deswegen zeige ich euch heute ein paar Teile, die ich mir für den Valentinstag in Spezialrot und Pink und so weiter ausgesucht habe. Und ich habe auch einen Code für euch, also Code, einen Rabattcode. Und zwar könnt ihr nämlich 15% mit SVD, also Shein Valentinstag, also Valentine's Day auf Englisch, 899, 15% sparen ab einem Einkaufswert von 39 Euro. Alle Details stehen aber unten in der Infobox, genauso wie alle Produkte, die ich hier euch zeige, werden unten in der Infobox verlinkt sein. Das heißt, wenn euch das ein oder andere selbst gefällt, dann könnt ihr euch das genauer anschauen. Und ich würde mal sagen, legen wir los. Viel Spaß. Ja, oder so. Als erstes habe ich hier so, wie man schon ein bisschen erkennen kann, so eine flauschige Weste. Ja, so ein Kapuzen. Gedöns, keine Ahnung, wie ich es erklären soll, aber so richtig kuscheliges. Ich liebe ja so Daddy und Kuschel und das in Pink, das passt ja mal perfekt zum Valentinstag, habe ich mir gedacht. Ich zeige euch mal, wie das angezogen ausschaut. Oh, wie kuschelig. Oh mein Gott, das ist so kuschelig. Ich habe übrigens alle Sachen etwas größer genommen in L oder XL. Ich mag die Sachen, wenn sie so ein bisschen weiter hängen, anstatt dass sie zu eng sind und ich da drin halt wie so eine Wurst ausschaue. Deswegen, liebe ich es ein bisschen oversized. Also nur, damit ihr Bescheid wisst. Oh mein Gott, der ist so kuschelig. Holy crap. What? Wie kuschelig ist der bitte? Auf jeden Fall hat er eine Kapuze, wie man unschwer erkennen kann. Okay, ich sehe nichts. So. Oh, bitte, wie schön ist dieser Po? Ich schaue auf jeden Fall wie ein Eskimo aus, oder? Dann hat er hier so, seht ihr das? Nicht so überblendet. So College-Jackenart-mäßig das Bündchen mit so weiß und rosa. Und unten hat er das auch. Hat so ein Gummi und es hat keine Knöpfe oder dergleichen. Also hier gibt es keine Knöpfe oder sonst irgendwas. Und Taschen gibt es da auch noch dabei. Hier links und rechts. Richtig gemütlich. Kommen wir zum nächsten Teil. Wie ihr seht, ist es auch wieder so was Flauschiges. Ja, ich liebe es flauschig und das ist ganz grell pink. Ich habe mich sofort verliebt, als ich das gesehen habe. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie schön ist das bitte? Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht jedermanns Farbe ist, aber ich finde, das ist richtig cool. Und auf so Events oder zu besonderen Gegebenheiten denke ich, dass das richtig cool ausschaut. Oder auf so Instagram-Bilder. Ich würde das wahrscheinlich jetzt nicht in der Schule zum Elternabend anziehen. Das ist wahrscheinlich eher nicht so. Aber richtig, richtig cool. Das ist auf jeden Fall eher so eine kurze Jacke. Schaut auch aus wie so eher so ein flauschiger, so ein Schafspelz eher, würde ich mal sagen. Also Schafspelz, wisst ihr, was ich meine? Es ist natürlich alles hier nicht echt. Und es ist halt auf jeden Fall kurz. Geht halt bis daher. Und ist auf jeden Fall was richtig Stylisches. Oh, für den Winter perfekt oder für die Übergangszeit. Okay, den Kragen nicht hoch. Oh, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das der Michelle auch sehr gut gefallen würde. Wahrscheinlich wäre es nur für sie ein bisschen zu groß. Also die Michelle ist meine 10-jährige Tochter. Nur für die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, wer ist Michelle. Ja, auf jeden Fall diese pinke, grelle, kurze Jacke. Ich liebe das. Oh mein Gott, ich liebe ja so ausgefallene Sachen. Das nächste Teil ist in der Farbe der Liebe Rot. Mal mit so einem richtig, richtig langen Kragen. So schaut der Rollkragenpullover angezogen aus. Er ist auf jeden Fall mit einem dünneren Stoff. Man könnte den auch locker noch im Frühling anziehen. Er ist super lang. Ich zeige ihn euch mal. Er geht mir auf jeden Fall hier bis über die Knie. Ich kann mir gut vorstellen, dass man den auch mit einer Strumpfhose anziehen kann, eventuell mit einer Radlerhose darunter, damit ja auch nichts rausblitzt oder so. Aber auf jeden Fall voll schön und er ist auch so oversized. Ich mag das ja total gerne.
Und ich finde die Farbe Rot einfach perfekt für Valentinstag, oder? Was sagt ihr? Gefällt euch sowas Rollkragenmäßiges oder sagt ihr, eher nicht so meins? Also ich finde es richtig schön. Ja, kommen wir zum nächsten Teil. Der nächste Teil ist Karo, also auch im Rot, aber auf jeden Fall Karo. Und das ist so ein Cardigan. Noch was drin? So ein Cardigan. Ich liebe ja Cardigans. Cardigans sind halt so Westen, die man so umwirft und die man meistens nicht zumacht. Also meistens haben Cardigans, glaube ich, kein Knöpfchen, oder? Und ich glaube, das hat auch nicht. Oh, das ist so cool. So schaut das Ganze aus. Oh, cool. Ich liebe ja Karo, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, wieder mit so einer, mit einem Rock oder eventuell auch mit einer Strumpfhose, mit der Radlerhosen, mit einem schönen weißen Shirt, mit vielleicht hochhackigen Schuhen. Ah, voll cool, ich liebe das. Und diesmal ein richtiges It-Piece, also ein richtiges cooles Teil, weil das ist momentan richtig, richtig modern. Solche Karo-Mäntel, sag ich mal. Ich liebe Karo-Design einfach. Ja, Mann, das schaut cool aus. Das ist auch wieder so ein richtig cooles It-Piece und ich finde die Farbe einfach Bombe. Ich liebe Rot. Rot mit Schwarz kombiniert zusammen. Schaut cool aus. I like it. Moment, ich zeige euch mal, wie das von Weitem ausschaut. Also kann man auf jeden Fall zu, wie ich jetzt habe, eine schwarze Leggings anziehen oder auch eine schwarzen Jeans. Zu allem passt es. Auch zu einer blauen Jeans glaube ich, dass es sehr gut ausschauen würde. Ein richtig, richtig cooles Teil. Boah, ich liebe das so. Ignore. Oh mein Gott, wie cool schaut das aus. Ach, ich feiere das total. Und es ist auch etwas, was man ja auch so als Übergangsjacke anziehen kann, jetzt in der bald wärmeren Zeit oder auch noch darunter, finde ich jetzt in der kälteren Jahreszeit. Und noch eine Jacke drüber. Voll cool. So, meine Lieben, das ist auf jeden Fall mal ein richtig, richtig cooles Teil mit Schulterpolster. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Schulterpolster mit eventuell 8 Jahren oder so getragen. Wie alt war ich da? Keine Ahnung. Anfang der 90er. Als das ja noch modern war, da hatte ich auch als kleines Kind so ein paar Blazer, die meine Mama mir gekauft hatte. Aber das schaut wirklich cool aus. Hab vergessen, wie cool das ausschaut. Und das Besondere ist auf jeden Fall, finde ich, sind die Ärmel. Schaut euch mal an, wie cool das ausschaut. Ich meine, so, wenn man sie hochgeflecht hat, das sieht vielleicht blöd aus, aber ich zeige es euch gleich, wie das Ganze ausschaut, wenn man steht. Und ich gehe ein bisschen hier wieder rauf. Schaut das nicht mega cool aus? Schaut euch mal die Ärmel an. Man ist auf jeden Fall ein Hingucker mit diesem Kleid. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich habe noch was vergessen. Das kommt noch auch dazu. Also, das wird hier noch umgebunden. Weiß ich nicht, trägt man das jetzt vorne? Man kann natürlich auch vorne und hinten tragen. Also ich meine, jeder kann es tragen, wie er möchte. So wird es wahrscheinlich hinten auch schauen. Ah, hinten schaut es cooler aus, gell? Hinten schaut es ja nice aus. Ja. Ist noch so mal ein kleiner Akzent. Und dann ist die Taille noch mal so ein bisschen betonter. Richtig, richtig schön. Oh mein Gott, ein richtig schönes Kleid. Ja, ich glaube, dieses Kleid wartet da drauf am 14. von mir auf jeden Fall ausgeführt zu werden. Was sagt ihr? Gefällt euch das Kleid oder wäre euch das ein bisschen zu viel? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Was war euer Lieblingsteil, was ich heute gezeigt habe? Und ja, meine Lieben, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo, ein Abo könnt ihr mir natürlich auch dran lassen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und einen Daumen nach oben. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.